Ich werde mal hier, diese Folge wird ein bisschen anders geschnitten, ne? Sagt mir mal, wie es euch gefällt, wenn ich. Bullseye. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TweeBLLP. Für die Kondition müsste es jetzt sein. Ja, wie man sieht, hat sich die Menü geändert und es gibt angeblich ein paar neue Spiele. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an. Welches Spiel spielen wir denn? Ich spiele mal ein neues Spiel, okay? Hier, was gibt's denn hier? Death Tag, okay. Paintball, okay. Hört sich gut an. Gehen wir mal dahin. Was gibt's denn da? Survival Games. Ah, oh, das habe ich noch nie gehört. Lass uns mal Survival Games austesten. Hört sich gut an. Hört sich nicht schlecht an. Oh, zwei Kids. Oh, ich wähle mal. Night Kid, ich weiß nicht, für was es nützt, aber ich glaube mal, es nützt was. Ich werde mal hier, diese Folge wird ein bisschen anders geschnitten, ne? Sagt mir mal, wie es euch gefällt, wenn ich jetzt so schneiden werde, wenn ich nicht zu voll bin. Denn dieses Video wird am 30. aufgenommen und muss am 31. um 14 Uhr online sein. Es ist gerade 18.30 Uhr. 20 Stunden Zeit, dieses Video zu rendern, hochzuladen und das wird knapp in meinem Internet. Aber ich glaube mal, ich werde es schaffen. Vor 100% Games plus 100%. 100% Games plus heißt, dass ich das 100% meine Games bekommen. Plus 100% hat er nochmal das Doppelte bekommen, oder was? Ah, kostet. Oh, ist ja neu und geil. Ja, okay. Server ist auf jeden Fall viel neuer geworden. Sieht auch viel cooler aus. Oh, nee. Gerade habe ich die Map aufgenommen und hatte dort verkackt und ja, ich habe verloren. Und ich wollte jetzt keine Runde aufnehmen, wo ich verloren habe. Oh, Runde hochladen, wo ich verloren habe. Da kommt man nicht weg. Dieser Arschloch. Er gibt den Kick in den Arsch. Boah, Alter, dieser Typ hat schon goldene Axt. So, ich habe lange nicht mehr gespielt, muss ich mal sagen, wieder. Zugeben, ich spiele letzte Zeit sehr viel Rust, beziehungsweise die Gary's Mod habe ich mir jetzt neu geholt. Und natürlich wie immer Zombies. Aber muss ich auch nochmal sagen hier, dass ich, Zombies so immer spiele und dass ich Gary's Mod nur gekauft habe, damit ich TTT aufnehmen kann, weil es so viele Leute wollten. Weil ich ja TTT heiße. Ich heiße eigentlich nicht TTT und ich heiße nicht TTT, mega TTT. Mein Kanal gibt es schon seit 1,5 Jahren. Es gibt so lange schon seitdem fast. Also ich glaube mal, Gomme hatte damals erst die 2000 Abonnenten oder so gehabt, neu. Also ich habe YouTube kenne ich schon länger als euer Geburt. Aber ich habe, damals war ich scheiße. Also Gomme war damals zum Beispiel sehr professionell mit seinen guten Mikrofonen und so. Und ich dazu sehr scheiße und bin, ich finde ich immer noch nicht so gut wie Gomme. Dieser Typ, ja, was, mit wem vergleiche ich mich gerade überhaupt? Wenn ich mich vergleiche, müsste dann mit einem YouTuber, der so viel Abonnenten hat wie ich. Aber ich kenne da nicht so viele Leute. So, wir haben eine Axt, also Survival Games sieht doch schon mal schön aus für den Anfang. Also, das Spiel gefällt mir. Ich glaube, mein Spiel ist öfters. Wieso kenne ich das Spiel nicht? Ja, ist ja neu. Dieser Mineplex-Server findet immer neue Spiele. Und die sind aber auch echt cool, ne? Zum Beispiel jetzt dieses Survival Games, echt neu und cool. Finde ich echt respektvoll an die, dass sie solche Spiele erstellen. Und man muss sagen, oh, scheiße. Oh, nee. Oh, nee. Vergesst mal, mit welcher Knopf ich mein Ding aufmache. Mein Inventar! Aber drücke ich auf I und dann drücke ich auf Q und dann drücke ich auf Tab. Zu viele Spiele gespielt in letzter Zeit. Oh nee, da kommt eine Wüste. Oh nee, nicht Q. E. Mit E macht man das auch. Mit E ist er voll schwul gerade. Ach, da. Ich hab einen Pfeil. Ich hab einen Pfeil. Nein! Oh! Ich schaff's gerade nicht. Die ganze Zeit auf 2 Millionen Tasten. Kein Action hier. Spieler! Ich will Spieler! Ich bin gerade alleine zu Hause, deswegen ist es hier gerade so actionvoll. Ich suche Spieler. Ah, oh, da ist einer. Oh nee, ich tue jetzt so, als würde ich abhauen. Oh nee, wieso ist er so schnell? Alter. Alter. Ne, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Dieser Arschloch. Nein, ich habe geliebt. Ich wollte nachschauen. Wie konnte er schneller als ich sein? Ich habe gerannt und gesprintet und gesprintet. Und er hat mich immer noch erwischt. Ja, geil. Was? Oh, neues Spiel. Survival Games. Alter, lass es mal testen. Oh nee, jetzt muss man so lange warten. 5 Minuten nehme ich schon auf. Wollen wir eine Mixrunde machen? Dann nicht, dass jetzt mal hier Mix Survival Games. Und jetzt hier nehmen wir mal einfach so aus Zufall wählen die Spiele und zocken die. Ich zocke jetzt mal das, oder weil dieses Spiel kommt mir irgendwie nicht, bekommt mir, ich kenne das irgendwie nicht. Ja, hört sich gut denn. Ja, oh, das ist, also ich habe gedacht, dass er hochgesprungen ist. Also kann man nicht springen, ohne zu cheaten. Und man kann sich auch hochbauen, natürlich, hochbacken. Alter, oh ja, oh nee, zu viele Leute mit Kit. So, Schlägerei, Schlägerei, Bodyslam. Geht irgendwie so, muss man Bodyslam machen, da kann man die alle wegkicken. So, ich komme jetzt hier hin in die, oh nee, das war meine Ecke, ist hier gut. Hier können die mich nicht wegkicken und ich kann alle wegschlagen. Ah ja, ich kenne das Spiel auf jeden Fall. Man muss die Leute versuchen von dieser Plattform hier wegzuschlagen. Ah, komm schon. So. Schlägerei. Schlägerei. Gib mir die PS4 zurück. Nein. Oh, nee. Oh, ja. Oh, ja. Das war's. Alter, voll geil. Geile Map, muss man sagen. Was ist überhaupt der größte Server in Minecraft? Wie ich weiß, Mineplex. Gibt's einen größeren? Frag ich mich manchmal. Also, zum Beispiel, sehr große Server sind Hive, Mineplex, Hypixel. Dann gibt's auch mal Gommel. Ich komm mal. Die sind sogar. Oh nee, ich bin gestorben. Oh nee. Neue Runde, neues Glück. Natürlich. Back to Hoop. Neues Spiel. Neues Spiel.
Neues Spiel. Neues Spiel. Neues Spiel? Nein. The Wild Guys können wir auch mal spielen. Runner! Oh nee, jetzt muss ich 2-10 Sekunden warten. Jetzt fangen wir auch mit dieser hässlichen Taktik an, damit man sich alle hier den Kauf Premium. Das war der einzige Server, auf den es das nicht gab. Und jetzt gibt es auch noch auf diesen Server das. Also bei großen Server. Alter, dieser Schwein reitet auf ein Pferd. Das arme Pferd. Das sieht voll witzig aus. Da steht schon seit 2 Jahren, dass da ein kooperatives Puzzlehaus kommen wird, aber immer noch nicht da. Also seit 1 Jahr sicher. Ist kein Spaß. Da auch ein Jump'n'Run, da unten auch ein Jump'n'Run. Komm, ich werde mich irgendwann bewerben, dass ich diese scheiß Jump'n'Runs machen kann. Das nervt mich immer, dass man hier keinen Jump'n'Run hat. Man manchmal so, manchmal 60 Sekunden warten, dann hat man keine Beschäftigung. Vor allem, was ist so schwer, einen Jump'n'Run zu basteln? Das ist doch. Okay, außer du bastelst einen professionellen Jump'n'Run, aber du kannst doch einen normalen einfach mal für den Anfang machen. Und dann irgendwie. Oh nee, das stimmt ja, das geht ja. Aua. Oh, Alter! Ich bin gleich gestorben. Was war denn das? Was für eine Scheiße war denn das? Ich wusste nicht, dass man da die Blöcke sterben kann. Aber ich mag das Spiel irgendwie. Schade. Auf Hexpixel ist es aber so scheiße, weil es dort... Ich weiß nicht, es ist einfach dort scheiße. Naja, ich glaube mal, dieses Video wird morgen kommen. Mein Mikrofon wird auch bald kommen. Ich werde dafür ein Unboxing machen. Dieses Video kommt so eine Scheiße, weil ich kein anderes Mikrofon habe. Und ich muss jetzt scheiße labern. Das man machen, damit man das Rauschen nicht so hört. Weil mein altes Mikrofon immer noch so ein lautes Rauschen hat. Und... ich keine Zeit habe, gerade hier 2 Stunden lang diese ganzen Rauschentfernungen zu entfernen. Das dauert echt lange. Manchmal kann ich es sogar nicht mehr entfernen. Und mit meinem neuen Mikrofon müsste alles gelöst sein. Kaufen Sie euch jetzt das neue Mikrofon von... wo habe ich das gekauft? Scheiße, habe ich vergessen. Auf jeden Fall wird das dann kommen. Ich werde dann ein... ich weiß nicht, ob ich Unboxing machen, aber ich werde auf jeden Fall ein Video raushauen, wo ich dann euch sage, dass mein neues Mikrofon da ist. Weil ich mal testen, wie es sich anhört. Und wenn es sich echt sehr gut ist, dann werden 10 Millionen Livestreams kommen. 10 Millionen Livestreams kommen und 10 Millionen Videos und 10 Millionen Livestreams. Nein, ich sage dann bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das neue Projekt und das neue wieder gefallen. Und ich wünsche euch viel Glück an einem Sonntag. Bye, bye. Ach ja, bewertet das Video mit... bitte. Es wäre echt nett, wenn ihr das Video bewertet. Danke. So, hallo nochmal kurz zum Endcard hier. In der Ende muss ich kurz was erklären. Und zwar, dieses Video, was ihr gerade gesehen habt, war ja immer so in Einzelteile geschnitten und sehr viel geschnitten. Ich kann euch, wenn ihr wollt, also falls ihr es wollt, ein Foto irgendwann mal in Facebook bzw. Twitter posten, um zu zeigen, wie brutal ich das geschnitten habe. Ich habe dafür 1,5 Stunden gebraucht, könnt ihr euch vorstellen. Und ich habe 100 oder 200 Mal geschnitten. Das müsst ihr euch vorstellen, du musst das die ganze 10 Mal anhören, ob das sich gut anhört. Und manchmal habe ich falsch geschnitten, das habe ich selber gemerkt, aber konnte es nicht wieder bearbeiten, weil ich einfach zu voll war höchstwahrscheinlich oder so. Es hat mir am Anfang Spaß gemacht, doch 1,5 Stunden minimal hat das gedauert zu schneiden, das hat langsam genervt, aber auf jeden Fall, es hat sich gelohnt, finde ich. Am Ende hatte ich sowas von, habe ich mich geil gefühlt, dieses Video. Ich habe gerade noch nicht ganz geschnitten, also habe ich ungefähr 5 Minuten geschnitten, das müsste 6 Minuten sein. Mit diesem Endcard hier müsste es dann 7, 8 Minuten lang schon kommen, das Video. Tut mir leid, dass es so kurz ist. Beim nächsten Mal werde ich es länger machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dieses 10 Minuten Video zu 5 Minuten, 6 Minuten, bzw. 7 Minuten reduziert wird. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es mir, damit ich mehr solche Videos mache. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es mir, damit ich nicht mehr solche Videos mache. Solche Videos werden jetzt nicht kommen. Das war jetzt nur einmal so als Tester. Wenn es euch gefallen hat, werde ich aber nur noch solche Videos machen. Außer halt dann bei Deinkraft oder so, werde ich natürlich nicht solche Videos machen. Also die ganze Zeit geschnittene Videos. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Morgen müsste mein Mikrofon kommen, da wird auch vielleicht morgen ein Video dazu kommen. Naja, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Euer TurboLP.